Allianz Arena in München. Herzlich willkommen zu diesem Spiel. Heute sehen wir Bayern München gegen den SC Freiburg. So gehen es die Bayern also heute an. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, Matsch. Könnte die Führung werden. Kein Tor. Ah, das ist ärgerlich. Müssen sie nutzen, dann werden sie hier vorne. So bleibt es auf jeden Fall spannend. Uschi, die Bayern für dich hier heute auch der klare Favorit. Da schließe ich mich den Experten und natürlich meinem Kollegen Wolf Fuß an. Es spricht alles für sie. Jetzt kommt der Schuss. Er geht nicht rein, aber trotzdem, guter Schuss. Die Bayern spielen heute gegen Freiburg. Das Team mit den meisten Toren gegen das Team mit den wenigsten Toren. Ich hätte... Super Pass! Die Chance zum Tor, abgepfiffen. Fahne oben. Er wartet, bis die Kollegen mitkommen. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Niederlechner. Kübler. Da haben sie jetzt Platz. Da kann er sich den Ball holen. Kimmich. Phil Foden. Klasse Zuspiel. Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für den SC Freiburg. Dann geht es zu Hause gegen Mainz 05. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Da passt er auf und hat den Ball. Nils Petersen. Da verlieren sie den Ball. Haberer. Terrazino. Jetzt haben sie den Ball verloren. Da haben die Bayern Platz. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen sie, bei wem sie sich bedanken müssen. Jetzt die Ecke. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Günther. Bayern München mit dem Ball gewinnen. Oh ja, da wird es auf einmal ganz eng. Einwurf. Phil Foden. Und jetzt ist der Ball geklärt. Tolisso. Stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da ergibt das Foul und Freistoß. Die Bayern über die Seite jetzt. Lewandowski. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch.
Jetzt können sie vielleicht kontern. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Robert Lewandowski. Jetzt eine gute Flanke. Lewandowski. Schussversuch. Irgendwann, Duschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Nicht wirklich. Und zur Pause am Ball. Durchgang 2 kann beginnen in der Allianz Arena. Los geht's. Den Ball kann er abfangen. Den hätte er besser abgespielt. Der Schuss war keine Gefahr. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Das könnte gefährlich werden. Phil Foden. Jetzt müssen Sie aufpassen bei dieser Ecke. Den hält er völlig ohne Probleme. Ecke kommt von Kimmich. Hummels. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihm Ruhe geben. Da haben die Bayern Platz. Der Angriff könnte was werden. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Super Timing. Den Ball holt er sich. Die Gäste werden wechseln. Phil Foden. Lewandowski. Robert Lewandowski. Was für ein Tor. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe. Verdient. Aber da stand der Assistent gut. Abseits. Hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Pass kommt von Lewandowski. Achtung jetzt! Keine Schwierigkeit hier. Ganz problemlos gehalten. Ball bei James. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Schöner Pass, James. Koeman! Marc Flecken. Haberer. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Koeman. Super Pass! Straflos und gute Gelegenheit jetzt für die Münchner. Hier nochmal eine Wiederholung. Ja klar, Foulspiel hier. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff.
Heute sind sie eine Nummer zu groß für den Gegner. Was anderes kann man nach dem Spielverlauf eigentlich nicht sagen. Nee, dazu war es ganz klar zu eindeutig. Sie haben sich hier keine Blöße gegeben. Schöner Pass, James. Guck mal, weiter Ball jetzt zu Robert Lewandowski. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Super Tor hier mit dem Kopf. Da hat das Timing absolut gestimmt. Super Kopfball, ein klasse Tor. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Klasse Aktion, Lewandowski. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Coman. Und jetzt Alaba. Da ist die Hereingabe. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Spielerwechsel beim SC Freiburg, Buschi. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Jetzt die Flanke. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Kimmich. Rodriguez. Stark. Pass kommt von Lewandowski. Da passt er auf und hat den Ball. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Da trennt er ihn vom Ball. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Spielerwechsel beim SC Freiburg, Buschi. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Jairo. Und jetzt dürfen sich die Bayern freuen. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Die Münchner haben...